Meine lieben Grusel- und Horrorfreunde, seid mir ganz recht herzlich willkommen hier. Guten Tag. Phantasmagoria, wir hatten letztes Mal den Wahrsagerautomat getestet, ne? Und hier, ihr habt diese wunderschöne Halle gesehen. Wir gucken uns jetzt aber mal ganz in Ruhe um, weil das Schloss ist einfach so toll gemacht, da muss man sich umgucken. Das Klavier hatten wir schon gesehen. Jetzt ist hier noch was rot, da gucken wir auch mal ganz kurz rein, was das wohl so sein kann, möge, mag. Weil es ist so, bei diesem Spiel. Pardon. Das ist ein Trick, Freunde. Es geht kein Weg dran vorbei. Was ist das? Absinth. Hatten wir auch bei George Stobbart schon mal, liebe Leute. Es ist bei dem Spiel nämlich so, dass man sich alles von Kapitel zu Kapitel immer wieder neu anschauen kann und es sich doch sehr viel verändert. Das heißt also, das Ganze wird, wir werden langsam merken, wie alles hier eine riesengroße Veränderung vollzieht und das, eigentlich wollen wir das nicht, aber das ist, können wir hier mal, wir gucken jetzt hier mal, pass mal auf, was ist denn hier, so ein schöner Eingang. Mist, verschlossen. Das ist unser Haus. Wieso ist in unserem Haus eine Tür verschlossen? Das ist ja schrecklich. Das ist. Gehen wir erstmal hoch oder schauen wir uns erstmal draußen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Naja, also hier diese Halle finde ich einfach, es ist toll gemacht. Ne? Ich finde das wirklich richtig, richtig geil. Kurz hier nochmal. Das ist, wie gesagt, auch diese Wahrsagemaschine kann man, glaube ich, pro Kapitel nur einmal verwenden. Ne? Und, aber es reicht mir. Wir gehen erstmal hoch. Bevor wir rausgehen, müssen wir uns erstmal oben ein bisschen umgucken, oder? Gehen wir erst. Wir gucken noch was anderes. Ich habe mir gerade überlegt, wir schauen uns noch was anderes an. So, man kann die Watschel-Szenen auch abbrechen. Okay, da kamen wir da nicht. Da kamen wir, glaube ich, nicht rein. Was ist denn hier? Genau. Das ist, glaube ich, das ist so ein Kaminzimmer, wenn ich will. Ja, schaut euch das mal an, wie wunderbar das ist. Hier geht's auch raus. Hier geht's zurück zur Küche. Ich möchte aber erstmal nicht mal aus, ein schönes Bild. Wir gucken uns mal das Bild an. Eine schöne Dame im roten Gewande, ne? Oh, hier ist der Kamin. Kann man da? Wir stochern mal ein bisschen im Feuer, ne? Oh, hat sie eingesagt. Okay. Ja gut, ich weiß nicht mehr alles, Leute. Ich bin, das ist 100 Jahre her, dass ich das gespielt habe, ne? Das war noch im letzten Jahrtausend, also, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Und, okay. Im Feuer hatten wir schon gestochert und schauen wir uns mal den Spiegel an. Bei dem Spiegel, das ist. Wem ist in diesem Spiegel was aufgefallen? Was Außergewöhnliches. Spult nochmal zurück, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet. Ne? Ansonsten. Habt ihr das Bild in Erinnerung, was wir hier da gesehen haben? Da, und ich schaue nochmal in den Spiegel. Und auch alle tatsächlich dann, ne? Gebt euch noch eine Chance, ne? Schaut euch genau an, was da vonstatten geht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, liebe Leute. Das ist, ne? Adrian, schöner Rahmen, ja? Ich werde es mal nicht verraten, was da passiert ist. Ihr schreibt das vielleicht bitte mal in die Kommentare, dass ich sehe, ne? Ihr habt doch aufgepasst. Und ne, im nächsten Test, in irgendeinem Test, werde ich das abfragen, Freunde. Das wisst ihr. Ihr kennt meine Let's Plays, ne? So, okay, mehr können wir, glaube ich, hier erstmal nicht mehr machen. Das ist so, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Moment, da. Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt, weil ich steuere, ne, im kleinen Fenster, aber ich gehe auch ganz schnell mal in das große Fenster über. Das sind fließende Übergänge, Freunde. So, hier kamen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Hier, so kann man das. Oh, Moment, da kommen wir doch rein.
War denn die Tür nicht zu? Ah, nee, ich glaube, das war die andere. Okay, ja, dann gehen wir da mal rein. Also wenn wir da reinkommen, neben der Bahn, wo der Absinth stand, gehen wir da mal rein, Freunde. Aha. 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 Okay, da ist noch eine Türe. Also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Haus. Und in unserem Haus gibt es Türen, die wir nicht öffnen können. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Also da werde ich bei der nächsten Mieterversammlung aber auf jeden Fall mal auf den Tresen hauen. Da könnt ihr mir glauben, Freunde. Das ist, ne? So, dann gehen wir mal. Jetzt gehen wir nach oben. Das wollte ich ja eben schon machen. Wir gehen jetzt mal nach oben. Schauen mal, was der gute Dorn so gemacht hat. Ne? Und was da an schönen Zimmern gibt in diesem wunderbaren, schönen Schloss. Oh, schau mal, so ein schöner Wandteppich. Wowi, dowi. Okay. Rechts oder links? Oh, das ist schon wieder ein schönes, können wir uns nicht angucken. Gehen wir mal hier rein. Wir arbeiten es mal ganz langsam vor. Wir gehen mal hier rein und gucken, was da ist. Da ist, oh, schön. Stell dir vor, so würdet ihr wohnen. Was ist das? Also, ich könnte es da schon ein bisschen aushalten, ne? So, erstmal, ne? Was sind das? Tarotkarten? Da hängt auch eine schöne Dame im Hintergrund. Okay, pass mal auf. Die gucken wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Ja, das Auge, wie schön das klimpert. Ne? Oh, oh, oh. Ja, das ist so ein Problem. Das Drehen geht ganz schnell. So, ne? Das kann ich auch leider nicht irgendwie verlangsamen, aber es sind auf jeden Fall Tarotkarten. Okay, dann müssen wir das hier wieder wegklipsen. Dann legen wir das da hier. Den Haken haben wir uns noch gar nicht angeschaut, ne? Boah, das Auge. Ich finde das Auge so cool, liebe Leute. Ich finde das Auge so cool. Boah, was? Das ist wie von Geisterhand bewegt es sich. Okay. So, dann legen wir das auch wieder weg. Gucken uns jetzt weiter hier um. Da geht's wieder raus. Was ist das? Das Bett. Oder? Ist das der Stuhl oder was ist das? Ah. Ja, das sieht sehr gemütlich aus, das Bett. Das Adrian? Adrian! Nein, das ist nicht die Frau von Rocky Balboa, ne? Sondern Adrian? Haben wir jetzt genug? Das ist bleibt die jetzt immer hier sitzen, soll man... Nee, sie steht wieder auf. Ich dachte, wir verbringen jetzt mal eine Folge damit zu sehen, wie lange... Adrian, noch ein Spiegel. Im Spiegel wohnt das Grauen. Wir sehen gut aus, wir sehen auf jeden Fall... Oh, da ist was rot. Riesendiamant. Brief. Gucken wir mal. Mein liebster Gaston, ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen, mein Engel. Es ist schon viel zu lange her. Lass uns ein paar Augenblicke für uns stehlen, wenn wir nächste Woche auf Soltans Fest sind. Wir treffen uns im Aussichtsturm, weg von all dem ausgelassenen Treiben. Mein Engel, wie ich mich nach deinen süßen Küssen sehne, nach deinen starken Armen, die mich halten, mich schützen. Oh ja, mein Geliebter, ich brauche Schutz. Ich fürchte, mein Mann beginnt etwas zu ahnen. Er beobachtet mich Tag und Nacht. Vielleicht können wir uns fortstehlen, fortlaufen. Für immer aus seiner Reichweite. Mein einziges Glück ist der Gedanke an dich, mein Engel. Für immer in tiefer Liebe, deine Marie. Okay. Meine lieben Freunde, das war jetzt ergreifend. Ist da noch was? Ich glaube, die können wir nicht anklicken. Ne? Machen wir Ausgang. Das ist auf jeden Fall eine tragische Liebesgeschichte. Ne? Und Marie hieß sie, ne?
Und Mariechen wollte mit irgendwem abhauen. Das ist passiert. Das kommt vor, ne? Selbst in den besten Familien. So. Da kommen wir wahrscheinlich wieder aufs Bett, vermute ich mal. Jetzt kommst du hier das Ding angucken. Das finde ich ja geil. Edwin sieht ein bisschen ähnlich. Das Piano ist sehr schön. Die Dame ist auch sehr schön. Sieht ja echt ein bisschen ähnlich, ne? So. Übrigens die Sprachausgabe. Ich habe das Original damals mit meinem Kumpel gespielt, mit ihm zusammen. Das war auf Englisch. Die englische Sprache ist, sagen wir mal, von der Soundqualität ein bisschen besser. Was euch auffallen wird, die deutsche Sprache ist, hat auch leicht gelegentlich einen amerikanischen Akzent. Das ist ja bei mir auch bekannt, ne? Wenn ich Angst habe, kommt ein amerikanischer Akzent durch oder ich beginne zu singen. Ihr mögt beides vielleicht nicht, aber das ist nicht zu ändern. Ne? Und die Schauspieler haben das auch so ein bisschen. Ne? Also es ist so ein bisschen, man kann damit leben. Ich wollte es eigentlich auf Englisch spielen, habe mir gedacht, nee, also das wird kaum einer schauen, wenn es echt im englischen Original ist, weil dann muss man schon Englisch halbwegs gut drauf haben, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, was da so abgeht. Und deswegen habe ich gesagt, egal, ne? Sprache ist okay, kann man mit leben. Ne? Wir machen das auf Deutsch. Ne? Und ich habe das ja auch im Original und da ist es halt in Deutsch drauf. Ne? So gut, dann haben wir jetzt hier ein... Achso, das hatten wir schon. So, dann gehen wir jetzt hier mal, ne? Gucken wir irgendwie weiter. Das ist... Wieso? Ich will hier raus. Ich will hier sofort raus. Sofort will ich hier raus, aber auch sofort. So, wo... Ach, da geht's weiter. Okay, dann gehen wir mal... Oh. Da noch irgendwas? Ach, die Dame hatten wir uns... Ach, jetzt können wir es auch von hier anschauen, okay? Echt. So, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Moment, ganz kurz mal schauen. So, flupp. So, ach da, genau, da komme ich, glaube ich, durch. Okay, das heißt, den Schrank können wir uns nicht angucken. Ich liebe so alte Spukschlösser zu durch. Das ist jetzt, können wir uns gar nicht angucken, komischerweise. Ne, schade, das auch nicht. Dann gehen wir mal da rein. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten uns langsam... Langsam vor... What do we got here? Okay. Ah, eine schöne, ne? Ein Canapé, beziehungsweise eine Chaiselongue, ne? Ach, da setzt sie sich. Okay, sie macht sich ein bisschen gemütlich, ne? Würde ich auch mal anstellen, wenn ihr wohnt in so einem Schloss, da würde ich abhängen ohne Ende, Freunde. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. So, was ist das hier? Ein Eisbär? Oh, was macht Erin? Oh, sie ist sportlich. Die Dame ist sportlich, Kollegen. Aber hallo. Ja. Okay, dann guck dir mal den Eisbären an, Adrian. Adrian Delaney. Ah, okay. Kann ich mir das angucken? Kann ich mir das angucken? Der Eisbär. Da ist ein zugedeckter Sessel. Oh, sie setzt sich auch hin. Das ist Sessel Leeds. Ihr merkt, ich beginne langsam in verfallen in die amerikanische Akzent. Because so langsam, wenn ich den Typen da so sehe, wird es mir ein bisschen gruselig. Komm hier, Adrian, steh mal auf. Das ist schön, dass du dich überall hinsetzt. Das würde ich auch machen. Ne? Sind ja alles eure Möbel. Sollte man auf jeden Fall mal getestet haben. Man muss ja wissen, was man so hat. Ne? Und wer ist das? Okay. De facto ist hier eine sehr zentrale Raum ist und eine sehr große Foto von diesem Mann, von einem Bild, scheint darauf schließen zu lassen, dass wir es mit dem Herrn vielleicht möglicherweise zu tun bekommen können. Oh, wir gucken uns jetzt mal hier in den Spiegel, kann man nicht, aber da kann man gar nicht reinschauen. Also, ne, vergebt mir meine Accent, aber ich bin ein wenig gefürchtet. Was haben wir hier? Wowi! Cooles Teil, Baby, steck ein! Brauchst du nicht, ist eh deins, aber steckst du. Das war's, mehr nicht. Okay. So, hier noch was, da gibt's echt nur das Ding. Oh, da ist ein Schrank. Schrank. What is that? Was? Oh. Cigarettes? Okay.
Alrighty. There's cigarettes. Dann gucken wir uns mal das Bett an. Das ist, ne, kann man auf jeden Fall machen. Ne? Oh, das sieht aber very gemütlich aus, liebe Kinder. Das ist, ne, der Dorn ist ja auch irgendwo, ne, und das könnte man schon mal, das ist auf jeden Fall. Hey, alles okay? Das Bett hat nach mir gegriffen. Oh, nach mir auch, nach mir auch. Das Bett hat nach dir gegriffen? Ja. Oh, beruhig dich. Warte hier, ich werde dir was zeigen. Nein! Beruhig dich endlich. Schau, alles in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches. Meine Güte, diese alte Hütte regt deine Fantasie an, oder? Mhm. Oh, Liebling. Ich muss zurück zur Arbeit. Beruhigst du dich jetzt bitte? Ja. Sicher? Okay. Keine Panik, hä? Okay. Irin, was war denn das? Das ist, wenn Dorn so sagt, das riecht deine Fantasie an, weil man muss dazu sagen, Adrian ist Schriftstellerin, die schreibt auch, ne, und das wird alles, das wird, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll, ich werde gelegentlich amerikanisieren müssen, das bleibt nicht aus bei meiner Angst. Vielleicht werde ich auch was singen, ne? When the moon is a right like it. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil die Angst ist vorbei, die Folge ist übrigens auch vorbei. Und ich sage ganz, ganz vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne. Freunde, halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Adrian Delaney 45.